Dave, where the hell are we? Well, 100 mark. And this is Dave. See? And I'm Dan. And we're having rat share pills here. And we're in Hamburg, Germany, and we're listening to Offbeat. And we're on TV right now on Offbeat. Yeah, what's the band called? Soul Asylum. Oh, right. Nice question. Good, same player shoots point. Again. My little world has lost control, still it keeps on spinning. If I lost my mind, would you help me find it? If I lost my mind, I wouldn't have to be Hallo, wir sind ja schon wieder bei 100 Mark gelandet auf dem Kiez und welcome to the wonderful world of Soul Asylum. Das ist Dave und das ist Daniel. Hi. So, I think, es hat sich einiges am Ansehen von Soul Asylum getan. Sie sind jetzt auch in Deutschland so beliebt, dass sie eigentlich etwas größere Clubs füllen könnten als das Molotow auf der Reeperbahn. Spielen Sie dann immer noch gerne in so kleinen Läden? Do you still enjoy playing small venues? Do you do that sometimes in the States? It's kind of a rhetorical question. Yeah, it's like, if they an sich schon, sagt Dave, wenn die Anlage funktioniert. Eigentlich spielt er sogar lieber in kleinen Läden, weil es intimer ist. Auf dieser Tour haben sie viele größere Festivals gespielt und die freie Zeit dazwischen mit kleineren Auftritten gefüllt. Es hat eigentlich nichts mit der Größe der Halle zu tun. Die Anlage muss aber okay sein. Circus. Yeah, the circus, you gotta have some place, you gotta have a trapeze for the trapezist or else you can't, like, do your thing. So, so yeah, small clubs are fun. It's not the size of the club, it's, you know, it's how well the stuff works. You're going to release your, I think, fourth LP. Demnächst kommt ihre vierte LP raus mit folgendem schwierigen Namen. Soul Asylum and the Horse. They rolled in on. Nicely done. Very nice. Take four. Yeah. Und wo kommt dieser Name her? Well, there's this old American saying, and you just say, like, say you go fuck you, and the horse you rode in on. It's like not only is it saying fuck you. Ihr habt's gehört, das ist so ein amerikanischer Ausspruch, wenn man jemanden nicht so gerne hat. Neulich waren sie in New York und waren in irgendeiner Bar unerwünscht, dann fiel ihnen dieser Spruch dazu ein. Die Platte so zu nennen, wäre dann doch zu einfach gewesen. Also, Soul Asylum and the Horse They Rode In On. In Amerika ist ja auch die Diskussion um die Zensur gerade ganz akut. Vielleicht hätte man ihnen das Fuck You auch gestrichen. Hot commodity back home. Das glaubt Dan nicht, denn denen geht's eher darum, solche Kill-Yourself-Texte zu verbieten. Außerdem wollen sie auch keine Platten verkaufen, nur weil Schimpfwörter drauf sind. Manchmal kann man sowas natürlich nicht vermeiden, es gibt einiges zu fluchen. But it's to do that for the purpose of selling records seems silly to me.
Bei Erscheinen der letzten Soul Asylum LP Hang Time haben sich einige Fans darüber beschwert, dass sie etwas zu sehr in Richtung konventioneller Hard Rock abgedriftet sind. Was meinen Sie dazu? Well, you know, rock is rock and it's an American ethic, you know. Markige Worte von Dave, rock ist rock, amerikanische Ethik. Und wie sich das für irgendwelche Deutschen anhört, ist ihm egal. Sie spielen die Musik, die ihnen sinnvoll erscheint. Wie das kategorisiert ist, kümmert sie nicht besonders. One thing or another to a German person doesn't really make any difference to us. We don't really specify the difference, you know, it's all kind of playing songs that you enjoy playing and what, how that's stereotypically categorized by someone else is not a real issue that we contend with, you know. Ich habe das Gefühl, dass viele amerikanische Musiker, die ich kenne, eine unbefangenere Einstellung zu Rock- und Pop-Song-Tradition haben. Spinning auf der neuen Platte hat ziemlichen Pop-Appeal. Hier in Europa fürchtet man sich als ernsthafter Musiker viel mehr davor, Klischees zu verwenden. Das Bedürfnis, etwas Neues zu machen, ist vielleicht größer. Ja, aber das ist Genre-Hopping, meint Dave. Schließlich kommt die heutige Musik ja aus der Tradition, zum Beispiel dem schwarzen Südstaaten-Sound, Jazz aus New Orleans, Country aus Tennessee, und es waren immer Mischungen aus anderen Stilen. Jazz-Musik von New Orleans, und there's the Country-Musik von, you know, Tennessee or whatever, and it's always been a mixture of styles. So to us, man kann die Vergangenheit nicht einfach ignorieren. Rockmusik war immer ein Hybrid. Wenn du dir zum Beispiel die Yardbirds oder Led Zeppelin anhörst, klingt revolutionär, ist aber eigentlich elektrischer Blues. Hybrid, you know, rock music has always been a hybrid. And you listen to something like the Yardbirds or Led Zeppelin, it was like so revolutionary, but it's all that, you know, it's just electrified American blues.
I read about you saying that you Sie haben sich früher oft darüber beklagt, dass Ihre Live-Energie einfach nicht auf Platte zu bringen ist. Wie sieht das jetzt aus? So, do you still feel that way, or has that Not changed? Not with this new album. Which brings us to our new album. Nice tie in there. Das bringt sie auf ihre neue Platte. Da ist das natürlich ganz anders. Also ihr Auftritt neulich in New York war wild. Auf der Platte sind einige ruhige, sehr melodische Stücke, zum Beispiel We Three. Ist das eigentlich ein Cover? Is that a cover? Nein, Dave hat es geschrieben. Das hätte ich nicht gedacht. Why? Because it's good. Nicht weil es gut ist. Es hört sich nur sehr traditionell an, wie ein uraltes Stück. I'm an old guy, you know. Been around. Dave hat ja auch schon so unheimlich viel erlebt. Die neue Platte haben sie mehr oder weniger live eingespielt. Sie hatten einen sehr talentierten Musiker als Produzenten. Es war fast beängstigend. Er ließ sie einfach nicht schlampig spielen. Dadurch haben sie sehr viel gelernt. Progressed as a band. His name's Steve Jordan. Steve Jordan heißt er. Er hat auch die Keith Richards Platte produziert. Er kann Schlagzeug, Bass und Gitarre spielen. Er war genau der richtige Mann. For once we actually picked a producer that was a good match with the band. He knew what we were trying to do, you know. He's very insistent upon having fun. Yeah. It's like taking your fun very seriously, which is hard to do, but er hat auch das Spaß haben am Spielen sehr ernst genommen. Wenn sie schlecht drauf waren, hat er sie einfach nach Hause geschickt. Go home and like drink a beer and relax for a while and then come back and see if you can have fun. Sort of thing. Wie lange haben sie denn gebraucht? 3 months. 3 Monate. A lot of fun. That's a lot. Tja, es war eben viel Spaß. Sie haben auch schon Platten in 4 Tagen aufgenommen, aber jetzt zahlt jemand anders das Studio, also haben sie Zeit. Jetzt zahlt nämlich Janet Jackson ihre Studiorechnungen. Sie ist auch bei A&M und verkauft Millionen von Platten. 7 million records, yeah. Ja, das ist wirklich dufte von Janet, finde ich auch. Thanks, Janet. Thanks, Janet. Too bad about your brother. Just kidding. I think Soul Asylum kommen aus Minneapolis und sind schon ziemlich lange dabei. 1981, 82 haben sie angefangen, einmal den Schlagzeuger gewechselt. 1984 kam die erste Platte, Say What You Will, und jetzt sind sie bei der 4. LP. Welche Bands waren damals schuld an ihrer Gründung? I play guitar and I play, you know, all that terrible heavy metal, you know, that you hear. Punkbands, sagt Dan. Er hat schon als Kind Gitarre gespielt, Heavy Metal hauptsächlich, wollte aber gar keine Band haben, weil es alles viel zu hart war. Dann hörte er Clash, Buzzcocks, Ramones, Heartbreakers und dachte, das kann ich auch. Dann hat er sich mit Carl, dem Bassisten, zusammengetan. Punk war eben damals das absolut coole Ding. Punk war die jeder kann Musiker sein Bewegung. Wenn es etwas gibt, wofür man Punkrock danken sollte, dann dafür. That was called the anyone can do it movement. Yeah, and that's you know, if anything, if Punkrock's remembered for anything, that's what it should be remembered for. The music is for everyone and anyone. Yeah. Dass Musik für alle da ist, nicht nur für Musikschüler. Von diesem Charme des Dilettanten sind sie aber doch mittlerweile weit entfernt. Sie schreiben und spielen kompliziertere Sachen. Ich hab's gesehen. Ja, man muss sich bei Laune halten. Sie waren mal ziemliche Punks, so vor 7 Jahren ungefähr. Aber man kann nicht immer dasselbe machen. Like, I can't imagine, I won't even go into it, but it's like, if you're in a band and you had the same style and the same thing forever, why, it just would be so dull. You gotta keep yourself amused. Change a little bit, you know? Wer sind denn jetzt Ihre Favoriten? Hardcore-Bands vielleicht? Hier ist ja Hardcore ziemlich angesagt. No, they're not, nothing at home. They can't even find an American hardcore scene at home. In den Staaten ist Hardcore nichts, meint Dave. Das kann ich kaum glauben eigentlich. Well, I don't want to say it's passé. Man sollte vielleicht nicht sagen, Hardcore ist passé, weil es sehr lebendige Musik ist, aber das Thema ist doch schon ziemlich durch in USA. Much, you know, a lot of bands that are very big over here, they can't get a gig back home. Well, listen to
Viele Leute sagen ja, dass das typische Rock'n'Roll-Line-Up Gitarre, Bass, Drums, Gesang veraltet ist und dass man unbedingt was Neues erfinden muss. Viele spielen mit Technik mal besser, mal schlechter. Oh ja, in Amerika ist es ganz schlimm. Was sollte uns denn diese kleine Geste von Dave gerade sagen? Er mag das offenbar nicht. Rock ist Folkmusik, Gitarrenmusik, sogar Hardcore hat dieses Line-Up. Man kann diese Tradition nicht ständig updaten. You know, bass player, guitar player and a drummer or whatever, but I mean, you're kind of trying to always renew or update this kind of tradition. I mean, when you get a... Eigentlich sollte man gar nicht mehr Tradition sagen, denn sonst ist man schon nicht mehr progressiv. Computergrafik ersetzt ja auch nicht die Malerei, das ist genau dasselbe. Die meiste Computermusik findet Dave unmenschlich. Er mag eher das körperliche Element. Der Unterschied zwischen Flippern und Videogames. Ich langweile mich auch oft bei Konzerten ohne Gitarren. Because then you can't go to the buddy with the gig and go, oh, that guitar is out of tune. Yeah. Ja, dann kann man nie sagen, oh, diese Gitarre ist nicht gestimmt. Seeing a bunch of guys with their hands on the table, you know, it's no fun to see a guy like going like this. What do you think about bands like? Was halten Sie denn von Bands wie Ministry oder Revolting Cocks? They're kind of punk rock though at the same time. I don't know who they are. Die sind ja gleichzeitig Punkrocker, sagt Dan. Dave kennt sie gar nicht. Yeah. Well, they're like disturbing. That's their whole concept, I think. Das Konzept dieser Bands ist ja, die Leute zu irritieren. Sie benutzen dazu Technik, aber im Grunde ist es dasselbe Konzept wie das der Hardcore-Bands. Chicago ist voll von diesen Bands, sagt Dan. Wax Trax ist wirklich groß da drüben. Actually, Chicago's got a bunch of bands like that now. I went and saw the showcase. I just wandered into this bar and there was like, it was a Wax Trax. It'll be the next big thing in Germany. Das wird das nächste große Ding in Deutschland, meint Dave. Ist es schon, meine ich. Diese Bands vermischen sich ja auch ständig. Bei Soul Asylum ist das ja nicht so. Oder haben sie auch Kooperationen mit anderen Bands? Ja, Nebenprojekte haben sie schon ab und zu, aber die Bandbesetzung haben sie erst einmal geändert. Die Band ist eine Familie. The band. Is it one band, one family? Yeah. I remember we had walked the fine line away since I'm only 25. You were calling, I've been fine, and soon we might be high and fine. What you are is what you see. You see me and we can't be something. We can't tell we are. Doing what we can. We'll give without a plan. Get it to understand. Getting out of hand. I have seen these broken doors. Walked up on the floor before. Twisted apart for hours and hours. Hours and hours of turning, tossing and looking and listening to you. And all the fucked up things to do. Doing the best you can. Every grain of sand. A single through your hand. Denken Sie eigentlich über Dinge wie Zukunft nach? No future, man. No. Punk rock ethics. Offensichtlich haben Sie sich ja entschieden, Musiker zu sein, sonst wären Sie es nicht seit 8 Jahren.
8 years. It wasn't so much a conscious choice, it just sort of happened. Es war keine bewusste Entscheidung, das ist so passiert und dann wollten sie einfach nicht mehr aufhören. Just kind of decided to, how do you say, roll with it. What else would we do, you know? Was sollten sie auch sonst machen? Sie können nichts anderes. Carl, der Bassist, ist ein guter Koch. Grant war früher Hausmeister, Dave war Rasenmäher. I'm a good lawnmower. Yeah. I used to mow lawns for a living. I used to sell antiques. Und Dan war Verkäufer in einem Antiquitätenladen. Compared to that, you know, hey, might as well. Bei solchen Jobs kann man natürlich genauso gut in einer Rockband spielen. Das ist zwar nicht karrierebewusst, aber einer muss es schließlich machen. Career-oriented move, but hey, somebody's got to do it, right? Otherwise, sonst müsste man ja dauernd Scheiß-Bands angucken. Constantly go see all these shitty bands all the time, so you know. Shittier.